Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Bausimulator. Ich habe leider vergessen, während ich jetzt hier weitergespielt habe, nämlich die Aufnahme zu starten. Ich habe mittlerweile bereits weitere Aufgaben auf unserer Baustelle erfüllt. Ich fahre jetzt mit dem Radlader eben kurz zurück zur Baustelle. Den habe ich mir jetzt gerade angemietet, weil ich jetzt mit dem Radlader nämlich die Erde verfüllen muss. Ich habe ja die letzten Materialien zur Baustelle gebracht. Das war ja diese Deckenelemente. Die zwei Deckenelemente Teile habe ich dahin gebracht, also Paletten mit Deckenelementen und halt Bewährungsgittern noch dahin zur Baustelle gebracht. Habe dann diese auch verplatziert. Habe ich jetzt dummerweise für euch jetzt leider nicht mit aufgenommen. Habe ich vergessen, die Aufnahme wieder zu starten. Deswegen, ich habe jetzt einmal per Ostwind die Baustelle weitergemacht. Eigentlich wollte ich euch das mit verfolgen lassen. Habe jetzt auch schon Zementmischer und alles wieder weggebracht. Also nicht weggebracht, sondern erstmal bei mir in meine einen Radlader angemietet. Mit diesem Turmdrehkran habe ich jetzt halt noch die Bodenplatten gelegt, die Treppe gegossen und die Decke. Wir gucken uns das Ding jetzt auch mal von innen an. Ich werde jetzt einmal mit euch jetzt diese Erdbewegungsarbeit jetzt machen. Wir steigen immer kurz, schaffen erstmal den LKW erstmal weg. Das steht ein bisschen im Weg. Nachdem ich dann die Deckenplatten gelegt habe und dann die Gehungsplatten noch verlegt habe, dann habe ich noch Beton gegossen, um halt diese Decke halt nochmal zu erstellen. Und danach habe ich hier den Betonmischer erstmal bei mir in die Garage oder auf dem Hof zurückgeschickt. Quasi. Und jetzt werde ich mit euch jetzt diese Baggerarbeit machen. Tut mir leid, dass ich die Aufnahme vergessen habe zu starten. Das wäre ein bisschen interessanter jetzt wieder gewesen, nachdem ich diese Baumaterialien jetzt halt hier herangeschafft habe zur Baustelle. Ich habe jetzt auch in den Einstellungen die Spiegel aktiviert. Jetzt sieht man auch die ganzen Spiegelbilder jetzt halt auch ich stotter mir wieder was zusammen. Tut mir leid. Auf jeden Fall, jetzt sieht man auch, was halt im Umfeld hinter einem passiert. Weil ich die Spiegel aktiviert habe. Ich wusste gar nicht, dass man die. Ich hatte erst gedacht, man könnte die gar nicht aktivieren, aber man kann sie halt aktivieren. Ihr seht es ja hier. Nimmt jetzt zwar ein bisschen mehr Performance in Anspruch, aber egal. Man sieht jetzt wenigstens, was jetzt hinten passiert. So lässt sich das jetzt halt auch. Ab ins Loch damit. 9% verfüllt. Mit dem Radlader sollen wir das jetzt hier halt machen. Ich hätte jetzt eher das jetzt mit einem anderen Bagger gemacht. Also nicht, wir wollen ja nicht glätten, sondern einfach aufnehmen. Die Erde aufnehmen.
Ich hätte das jetzt eher mit so einem kleineren Bagger jetzt gemacht. Mit einem Case-Bagger. Mit so einem Kompaktradlader. Den werde ich mir wahrscheinlich auch kaufen demnächst. Rums. Ab ins Loch. Aber sollst du zum riesigen Radlader hier machen? Wir hatten ja bei der Einführungskapitel hatten wir einen Radlader von. Was war das? Caterpillar, glaube ich, gewesen. Mit einem Cut-Bagger. Ich wollte schon sagen, jetzt Baller. Jetzt zeige ich euch wieder hier so ein langweiliges Gebaggere hier. Aber es sollte jetzt ein bisschen besser von der Bühne gehen. Wir wollen nämlich jetzt hier diese Ausschachtung jetzt wieder verfüllen. Schieben wir ein bisschen die Erde mal ein bisschen so. Ich würde es jetzt eher nicht mit so einem Bagger jetzt hier, mit so einem Radlader machen. So. Ich zeige euch das jetzt heute mal aus der Innenperspektive mal. Den Radlader mal. Von außen habt ihr den ja jetzt gerade gesehen. Nimm alles mit. Aber nicht die Bauzäune. Die wollen wir natürlich nicht mitnehmen. %28 haben wir schon mal das Loch befüllt. Also die Öffnung. Aus der Innenperspektive sieht man natürlich nicht, wie die Schaufel jetzt gerade, oder die, da hier sagt man glaube ich aber Schaufel. So einen Schein hätte ich jetzt auch in der Realität jetzt machen können, so einen Baggerschein bei Grünbau damals. Aber leider hat man sich dazu entschieden, dass man mir gesagt hat, hier, ich soll mich bei einer Leihfirma bewerben. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht gewesen, wenn ich jetzt sowas hier auch in der Realität fahren könnte. Ein Radlader. Aber wofür gibt es denn halt im Computer die der Bausimulator? Den Bausach. Ich rede auch heute wieder ein blödes Deutsch hier. 38%. Ich wollte ja aufnehmen. Ich habe jetzt mittlerweile wieder einen Erfahrungspunkt gekriegt. Das werde ich euch gleich zeigen, wofür ich den jetzt wieder verwende. Ihr könnt euch das schon vorstellen, wo ich das jetzt als allererstes jetzt einsetzen werde. Nicht abkippen. Behalten. Wo wir es abkippen wollen, ist halt hier drin. In dieser Baugrube ist halt hier. So, 50% fast. Haben jetzt von der Erde jetzt hier schon drin. Oder das Loch befüllt. Ich werde mir auf jeden Fall als nächstes, glaube ich, noch einen Radlader kaufen. Kommt drauf an, was für eine Baustelle wir jetzt in Zukunft jetzt haben. Aber ich werde euch das natürlich jetzt alles wieder mitverfolgen lassen. Jetzt habe ich die interessanteste die
interessanteste Tätigkeit jetzt wieder ohne Aufnahme, die Aufnahme vergessen. Aber ist jetzt auch nicht so. Wird ja noch andere Möglichkeiten geben, wo es noch richtig interessant ist. Als dieses langweilige Gebaggere jetzt hier. Aber es geht jetzt aber ein bisschen schneller vor der vorwärts halt als das eine Gebaggere, was wir hatten. Laden wir das mal hier ab. Mit dem Baggerlader hätte man das jetzt wahrscheinlich schnell raus aus dem Loch. Mal hier abkippen. Ja, wir drehen uns jetzt erstmal ein bisschen. Schnell weg hier. Schön die Schaufel voll machen. Diesbezüglich das Befüllen der Baggerschaufel, da kann man nämlich auch noch Fähigkeitspunkte für investieren. Fast 70%. Schon mal sehr gut. Aber wir müssen ja den Bagger auch nicht quälen. Die Schaufel bis zum letzten Zentimeter befüllen hier. Muss jetzt auch nicht sein. Welche Baumaschine ich nämlich hasse im Bausimulator ist nämlich der Motor gerade, den hasse ich. Der ist so sperrig. Den hatte ich ja mal in der PlayStation-Version mal ausprobiert. Mal da rein mit dem braunen Zeugs. Da müssen jetzt halt die Nachbarn mal durch, dass jetzt hier ein bisschen Krach macht. Das gestaltet sich jetzt sowieso ein bisschen einfach jetzt hier. Das sieht lustig aus. Vielleicht ist dieses Haus ja auch in mehreren Teilen aufgesplittet. Das kann ja auch sein. Bin ich halt mal gespannt auf jeden Fall. Hoch damit. Als sie das hier nämlich hinter unserem Haus hier gemacht haben, also nicht jetzt an unserem Haus, sondern es wird ja ein Neubau hinter unserem Haus gebaut. Da hat man den Bagger. Da hat man für den Bagger ein Anbaugerät gehabt, so ein Erdrüttler. Da konnte ich den Tag auch nicht schlafen, weil das so vibriert hat. Da hat mein Bett vibriert. Da wurde ich wach davon, ist klar. Weil man erst gedacht hat, da habe ich auch wirklich geträumt, wir hätten ein Erdbeben gehabt. Aber jetzt, da habe ich gedacht, wir hätten jetzt ein Erdbeben. Als er da auch mal plötzlich damit losgelegt hat. Rumpst. So 83% ist schon mal erfüllt.
Hallöchen. Hallo Latte, hat Lattenzaun. Der hält das Lenkrad von dem Radlader so irgendwie. Oh, mal rappelvoll die Schaufel. War sehr gut. Und wieder der Zaun. In der Realität wäre der jetzt kaputt. Jetzt. Ich schieb mal ein bisschen. Wie so ein Motor gerader. Da habe ich mir auch mal vor Wut mal, damals bei dem PlayStation-Version des Bausimulators mal. Da habe ich mal ein bisschen glatt machen. Noch 8% müssen wir jetzt noch machen, damit das fertig ist. Ich muss noch mal kurz in die Außenperspektive wechseln. Macht der Bagger es an, leider das Licht. Jetzt ist das Scheinwerferlicht auch an. Ach, da ist noch was drin. Ab in den Fahrersitz, auf den Fahrersitz. In den Sitz rein, das geht natürlich nicht. Ums. Leer machen. Achso, nee, weil ich geschoben habe. Aus dem Grund, okay. Wie viel Prozent diese Ladung jetzt hier macht. Ich habe mich auf jeden Fall auf diesen Bausimulator auf jeden Fall sehr gefreut, dass jetzt ein Nachfolger rauskam. Ihr seht es ja, ich habe es mir auch gleich direkt gekauft, zwar jetzt nicht direkt am Release-Tag, aber weil ich jetzt auch selber nicht wusste, wann genau der Bausimulator erscheint. Schicken wir das mal hier hin. Hauptsache das 100. Ausstellung, machen wir mal das. Das machen wir gerne. Auch den Kran müssen wir jetzt wahrscheinlich jetzt entfernen. Den lagern wir jetzt mal so direkt mal einfach ein. Den Bagger. Den brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Fuhrpark. Den Zementmischer können wir wieder zurückgeben. Der ist top im Zustand. Und den Bagger hier, den laden wir jetzt erstmal ein. So, erstmal aussteigen aus der Maschine. Dann nehme ich lieber das in Kauf und lasse den Radlader erstmal in unserer Werkstatt reparieren. Ne, einlagern tun wir den erstmal. Dann ist er in 13 Minuten wieder komplett fertig. Den Turmdrehkran sollen wir jetzt auch abbauen.
sprich mit dem Vorarbeiter. Da steht das gute Stück. Leider nicht unser Haus. Sehr schade aber auch. Gucken wir uns aber mal an, was wir jetzt hier gemacht haben. Einmal kurz. Ich weiß ja nicht, ob das Gebäude jetzt auch schon gestanden hat dort, als wir das Spiel gestartet hatten. So sieht das Einfamilienhaus aus. Ist quasi ein kleiner Bungalow. Haben wir die Baustelle jetzt endlich abgeschlossen und wir haben 301.761 Dann fahren wir mal zur Firma. Da waren wir schon mal lange nicht mehr gewesen. Ich wollte jetzt einmal zu unserer Baufirma zurückfahren. Dann lassen wir es bei die Seitenstraße hier. Und du kannst mal warten. Ihr habt genug Zeit. Ja, ihr seht, hier gibt es auch einige Häuser, die völlig verranzt sind. Die schon anfangen, Risse zu zeigen. Wir können ja einmal kurz in den Auftragsangebot gucken. Zurzeit haben wir jetzt überhaupt keinen Auftrag mehr. Irgendwo müssten wir noch irgendwas mit einer Klatte haben. Müssen wir gleich mal in unserer Firma mal nachgucken im Auftragsangebot. Es ist komisch, dass wir jetzt keinen neuen Auftrag haben. Können wir denn eine Kampagne machen? Jobs? Kampagne? Ein holpriger Start, das war ja der. Ja, das haben wir fertig gemacht. Da ist noch alles gesperrt. Kulturelles Erbe, erneuerbare Energien und Prestigeprojekte. Ja, müssen wir erstmal gucken. Letzter Job. Das war der hier. Für die letzten Erdarbeiten, die wir jetzt da gemacht haben, haben wir 23 Minuten für benötigt. Aber wir fahren zurück zur Firma. Die ich jetzt zwar privat schon mal zwischenzeitlich wieder gesehen habe, aber ihr nicht. Deswegen hole ich das jetzt nach. Hier ist 30 angesagt. Geben jetzt gleich erstmal unsere gemietete Baumaschine wieder ab. Wir dürfen auch hier nur 30 fahren. Lustigerweise, unsere Firma sitzt nämlich auch in einer 30er-Zone. Dann packen wir dort mal den Betonkübel ab. Den stellen wir auch einfach mal irgendwo hin. Das ist unsere Firma. Werner hieß nämlich halt meine Urgroßmutter. Deswegen habe ich diese Firma auch jetzt Werner genannt. So, da sind wir jetzt. Stellen wir mal den LKW auf einen kleinen Parkplatz. Können wir mal gucken, was wir jetzt für Fähigkeiten noch verteilen können. Packen wir den LKW mal hier.
So, dann steigen wir mal aus. Das Item haben wir, glaube ich, schon mitgenommen. Ah, ne, haben wir doch nicht. 5 Sammelstücke. Der Gabelstapler wollen wir nicht. Hallo? Ich habe zurzeit noch keine Waren dort eingelagert. Man kann ja alles schon mal im Voraus hier auch hier in die Firma liefern lassen. Und dann alles mitbringen zur Baustelle. Aber ich lasse jetzt erstmal mein eigenes Lager erstmal leer. Ich kaufe das alles immer frisch von beim Händler. Wir öffnen jetzt mal das Firmen. Ich habe nämlich in der also auch schon privat Ausbaustufen habe ich jetzt noch nicht, aber Fuhrpark, Profil, Handbuch, unter Fertigkeit habe ich mir schon hier mittlerweile bei dem Meisterschrauber, nämlich die 3 Fertigkeitspunkte verteilt auf Meisterschrauber, damit unsere Baumaschinen nicht immer so schnell kaputt gehen. Und die anderen beiden, die ich jetzt hier mittlerweile zusammen gespart habe, die werde ich jetzt halt auch noch auf Fertigkeitspunkt, auf Meisterschrauber erstmal, das werde ich erstmal maximieren. Danach werde ich das mit dem Sprit auf jeden Fall machen. Aber erstmal mache ich das mit dem Meisterschrauber. Und nochmal, da verschleißen die Baumaschinen 50% weniger. Habe ich eine komplette Rubrik nämlich voll. Können wir hier wieder raus. Jetzt öffnen wir nochmal das Firmenbuch. Finanzen, da können wir auch gucken, sogar Meilensteine. Hier kannst du den aktuellen Fortschritt deiner Meilensteine einsehen. Meilensteine sind Herausforderungen, die du während des laufenden Spiels erledigen kannst. Sie bestehen aus mehreren Zwischenzielen, die du verfolgen und meistern kannst. Jedes erreichte Zwischenziel bringt dir einen dauerhaften Vorteil bei der Arbeit. Wähle eine der Meilensteine im rechten Feld aus, um zu sehen, welche Verbesserung du durch ihren Abschluss erhältst. Das können wir uns auf jeden Fall mal angucken. Hey Taxi! Da muss ich noch einmal. Da muss ich noch einmal eine Schnellreise nochmal fertig, also nochmal machen. Dann habe ich Hey Taxi. Den ersten von 5 Hey Taxi Meilenstein erzielt. Hier müssen wir insgesamt 288 Stunden ein Fahrzeug gemietet haben, eine Baumaschine. Da haben wir auch schon mittlerweile 2 Meilensteine davon erzielt, Paletten. Leere das Lager des Baustoffhandels regelmäßig und er wird sich mit einem stetig steigenden Rabatt erkenntlich zeigen. Paletten? Achso, da insgesamt wie viele Paletten wir schon mittlerweile von dem genommen haben. Haben wir 17 von 200 Paletten. Sägewerk, fertig. Wandfabrik und Stahlhandel produzieren Massanfertigung. Erhalte einen Rabatt beim Einkauf, indem du genügend Spezialteile erwirbst. Davon habe ich jetzt einmal nämlich diese Fertigbauwände bekommen. Also schon mal angeschafft. Das ist halt 1 von 10. Asphalt.
Hier muss man 100 Kubikmeter mit Asphalt. Wenn du genügend davon erworben hast, erhältst du einen Rabatt beim Einkauf von Asphalt. 3 Kubikmeter haben wir schon bereits damit gekauft in dieser Rubrik Beton. Dort auch nochmal 700 Kubikmeter. 70 Kubikmeter haben wir schon insgesamt, um den ersten Meilenstein für diese Rubrik zu erhalten. Kies, 6 Kubikmeter Kies haben wir schon bereits erworben gehabt beim Kieswerk. Erde haben wir noch nicht gekauft und Sand genauso wenig. So, dann können wir noch mal Finanzen. Hier können wir unsere Finanzen im Überblick behalten. Ausgaben haben wir erstmal zurzeit wenig gemacht. Halt wegen dieser, halt Tag 4. Da haben wir richtig ordentlich Einnahmen erzielt, in Blau dargestellt. Das so fehlt war sehr gut. Weil wir in den letzten Tagen nämlich erstmal nur gebaggert haben, 3 Tage lang. Das seht ihr jetzt gerade hier. Also zumindest ich habe hier 3 Tage lang hier nur gebuddelt. Hatte da halt quasi dann nur so Ausgaben gehabt. So, da können wir jetzt noch mal kurz Firma, Fuhrpark. Noch 1 Minute müssen wir warten, bis wir dann diese Maschine abgeben können. Ich gebe halt immer Maschinen in Top-Zustand ab. Jetzt weiß ich gar nicht, was wir jetzt als nächstes jetzt hier machen können. Ah, hier ist Auftrag. Nein, zurück. Hier gibt es einen Auftrag im Stadtzentrum. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge mal ins Stadtzentrum fahren. Das werde ich aber jetzt in der nächsten Folge machen. Dann wird es auch hoffentlich auch mal wieder interessanter. Warum wir jetzt hier keine Baustelle jetzt mehr im Dorf haben, das frage ich mich jetzt gerade. Irgendwas konnten wir auch in Ausbau machen. Firma. Ausbaustufen. 3 Baumaschinen. Kauf für Firmengelände Nummer 2. Auftragsexpansion. Ich könnte jetzt eine zweite Firma kaufen, werde ich jetzt aber erstmal nicht. Wo die dann steht, keine Ahnung. Zweites Firmengelände kann man sich kaufen. Ja, dann machen wir das mit der Eröffnungs. Wir können aber erst die Firma kaufen, das zweite Firmengelände in der Stadt. Musste den Auftrag Expansion aus der Eröffnungskampagne erfüllt sein, so. Egal. Wir fahren jetzt. Nein, das wollen wir nicht aufmachen. Obwohl Kontextmenü. Ich hoffe, dass jetzt die Biki-Mäuse nicht an sind. Wir setzen ihm jetzt auch mal die Brille ab. Brille ab. Ich zeige euch jetzt auch mal, die Spielfigur ohne Helm aussieht. So sieht die Spielfigur ohne Helm aus, mit der wir die ganze Zeit unterwegs sind. Wir gehen jetzt, fahren jetzt mal in der nächsten Folge in die Stadt. Ich hoffe, da wird es mal wieder interessanter werden. Hier ist unser LKW. Machen wir das Licht aus. Machen erstmal hier Licht aus. Jetzt sind wir nicht unterwegs. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Auch wenn das jetzt wieder diesmal ein bisschen langweilig war. Ich habe euch ja jetzt.
im Sinne mal ein bisschen das, diese Fortschritte-Sache mal gezeigt, jetzt hier in dieser Folge hauptsächlich mal. Jetzt beende ich aber diese Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr unter das Video einen Daumen hoch da lassen würdet. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann lasst doch von mir aus auch einen Daumen runter da. Wenn euch mein Kanal gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Abo auf meinem Kanal da lassen würdet. Macht gerne auch Daumen hoch unter das Video, falls euch das Video gefallen hat. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann lasst auch von mir aus auch einen Daumen runter da. Aktiviert die Alarmglocke, wenn ihr wissen wollt, wann das nächste Video hier im Bausimulator erscheinen wird. Ich sage an dieser Stelle ciao, bis zum nächsten Mal und haut rein. Bis zum nächsten Mal.